So. Ja, wieder hier oben. Ach je. Jetzt haben wir wenigstens eine Kanalratte dabei. 2760. Bam, ist ja schon gemein irgendwie, ne? So ein Biest gegen so ein kleines Viech einzusetzen. Naja, komm. Vier Demon Fang. Auch Kleinvieh macht Mist, beziehungsweise nervt uns hier. Deswegen machen wir das mal. Ein bisschen Erfahrung kann ja auch nie schaden. Haben wir ja schon gelernt, wenn man stark genug ist, dann ist das ja immer etwas Gutes. Und immer nur den Kämpfen aus dem Weg gehen, weiß ich nicht. Also das habe ich früher immer gemacht, weil ich keine Lust dazu hatte irgendwie, keine Ahnung. Und das ist nicht nur in diesem Spiel, auch in anderen Spielen war das einfach immer so, so Kämpfen aus dem Weg gegangen. Und da hatte ich später immer übelste Probleme, weil ich einfach nicht trainiert war. Und bam, jawohl. Ja, und das war halt immer wirklich problematisch dann bei meinem Spielstil. Field Barrier. Okay, bla bla, brauche ich nicht. Probieren wir es nochmal hier. Rain. Oh, die großen Kanalratten haben um einiges mehr HP. Schade, dass ich jetzt nicht China bin. Sonst hätte ich euch das gerne mal mit Andin gezeigt. Könnte man auch nochmal überlegen, ob wir Zelos durch China ersetzen. Im Team jetzt, meine ich. Um eben dieses Summon Water und sowas, das muss ich euch ja dringend nochmal zeigen. Und darum geht's mir. So. Boom. Einen kurzen Moment. Okidoki. So. Also ich glaube, es lohnt sich eher gegen die in klein zu kämpfen, auch wenn ich persönlich das nerviger und irgendwie auch schwerer finde. Aber von den HP her. Oh, zeigt sich das ja eindeutig. Jetzt haben wir die Tür auf. Was mich aber noch interessieren würde, ist, ob es hier auch weitergeht. Nee, tut's nicht. Gut. Gut, dann haben wir ja auch diesen Sektor hier, sag ich mal, abgeschlossen. Und deswegen speichern wir nochmal schnell ab. Jawohl. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder dabei sind. Ich muss ja gucken wegen Zeit und so. Zack. Okay. Was? 6 so Viecher? Das kann doch nicht sein, ey. So, Genius, jetzt möchte ich, dass du ein Thunderblade hier von Anfang an mal reinkloppst. Einfach so, weil. Genau, weil du dann da oben direkt mehrere auf einmal triffst. Bats. Bam, habe ich auch mehrere auf einmal getroffen, sehr schön. Ja, Psy Tempest ist vielleicht eine blöde Sache. Weil natürlich die Viecher zu klein sind, um sie groß zu treffen. Obwohl, das funktioniert doch recht gut. Überraschen, wenn ich ehrlich bin. Na kommt schon hier. 6 kleine Viecher, die kriegen wir auch kaputt. Dann möchte ich mal gerade eben noch auf die Erfahrung gucken. Das habe ich nämlich vergessen. Ich weiß nicht, ob wir die dann durch 3 teilen müssen, um drauf zu kommen, wie das im Vergleich zu den Großen ist. Aber ich glaube, bei den Großen sind es auch weniger Viecher, ne? Greift das Vieh hier hinten Rain an, das ist ja gemein. Naja, aber sie kann sich ja selbst heilen und hat auch Mana genug. Oh, 468, 519. Okay.
pro Durchgang kriegen wir, glaube ich, dann also bei den kleinen mehr. Okay, jetzt komme ich gar nicht mehr hinterher, dann geht es gar nicht weiter, das habe ich gerade gar nicht wahrgenommen. Oh, das Vieh war gerade in der Luft, das war ein bisschen dumm. Ah, ich möchte nochmal First Demon Fang machen. Ich finde das supi. Gerade noch was. Und zwar möchte ich gerne Rain's First Aid noch auf meinem Key haben, um ihr sagen zu können, wenn sie jemanden heilen soll. Los! Oh, Rain kriegt die ganze Zeit TP. Das ist natürlich super. Habe ich bei Rain Photon ausgemacht? Das ist ja kacke. Rain soll doch auch Photon machen dürfen. Fällt mir gerade mal so auf, weil Rain wieder so unnütz da hin und her läuft und so viel Mana hat. Schade, Rain, das war zu spät. Ah, und Genius hat ein Level. Sehr nice. Genius. Ice Tornado. Das kennen wir schon. Das hat nämlich hier die Pronyma im Kampf gegen uns eingesetzt. Wunderschön. Und Geld. Jetzt ist nur die Frage. Moment mal. Können wir hier unten? Nee. Hier könnte man... Ah, hahaha, so. Okay. Faszinierend. Ist aber ganz schön kaputt hier alles. What's going on? I sense danger. We've been waiting for you, travelers from Silverant. The Pope promised to lighten our sentences if we got rid of you. We've got nothing personal against you. But we need you to die. Okay. Faszinierend. Dann haben wir einfach mal drei Sträflinge, die meinen, uns hier irgendwas wollen zu können. Nee, warte. Moment, so war das geplant. Ich will einfach mal wissen, wie viel so einer davon hat. Am besten der hier. Der hat eine grüne Rose. 6300 und der macht das ja ruckzuck weg. Hurricane Thrust. Bards. Da hatte die, ist die Hälfte doch schon weg. So, jetzt muss ich natürlich noch Genius dazu kriegen, dass er sehr viel Icicle benutzt. Ich konnte jetzt gar nicht auswählen, wohin sie das First Aid machen soll. Das ist ein bisschen schade. Oh, Psy-Tempest funktioniert auch wunderbar. Bumm. Den einen ausgeschaltet. Wie viel hat der noch? 8000 ist irgendwas. Und hau ihn weg und dann, dass der hier Rain in Ruhe lässt. Ich glaube, der war gerade auf dem Weg dahin. Bam, hat sie den anderen fertig gemacht. Verarsch mich nicht. Ach, ich habe keine TP mehr. Jawohl. Na komm schon hier, ey. Jawohl. Und ich hab ein Level. Also Reut hat ein Level. Don't move. If you move, the Chosen dies. Understand? Whoa, whoa, whoa. You think you can get away with doing something like this to the Chosen? Was macht der da? One who plots the destruction of the world can no longer be deemed the Chosen. Oh. Hey, Lloyd. If you abandon me here, I swear I'll come back to haunt you. Das wiederum finde ich bei Zelos einfach lustig. Just had a sudden violent urge to abandon you. Whew. You are
Retreat for now. Damn, these guys are too strong. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Looks like it's over for now. Thank goodness everyone's okay. Aber der Typ sah ein bisschen wichtig aus. Vor allen Dingen von den Fallen hatten wir... Oh. Nein! Eine Fresskiste. Ist ja zum Kotzen. Zelos. Du kannst ja immer noch nix. Hier, jetzt aber mal... Bla bla, das braucht keiner. Dann muss ich deine Strategie auch nochmal umstellen. Langstreckenmagie. Jawohl. Genau so war es geplant, Genius. Genial. Lightning, Stalagmite, Eruption, Spread, etc. Wie Heinz Erhard so schön sagte. Dann kümmere ich mich darum, dass die genug TP haben. Ja, weil, ihr seht das ja. Genau. Wow. Haben wir gerade Hunting Beast gelernt? Ist das cool oder was? Es bringt gar nichts momentan. Hallo, hallo. Ich muss gerade mal in den Unisono gucken. Photon, Thunderblade. Der kann leider nichts Gutes. Jawohl, wir haben die Hälfte runter. Unisono-Attacke geht hier nicht? Ist das ein Witz? Okay, mit Hunting Beast zum Beispiel kommen wir hier drüber. Ach, Genius hat... Okay. Ein bisschen wenig davon. Genius ist jetzt einer der wichtigsten Charaktere hier. Denn er kann hier mit Magie eben reinkloppen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch irgendwie anders hinkriege, weil... Ach, Moment, vielleicht mit den Quarzen. Nehmen wir mal einen Ruppenquarz. Wow, ich kann eins abziehen. Ist das cool oder was? Das heißt, ich kann ihn tatsächlich beschäftigen, während die hier dann die großen Schäden mit den Dingern machen. Cool. Jawohl. So kriegen wir sie klein. Bam. Genial, Rain. Danke. Und ein Elixier haben wir gefunden. Und Teilung. Was ist Teilung? Was ist Elixier? Halbiert beim Team und gegen alle im Kampf entstandenen Schäden. Na, dann dauert der Kampf ja nur doppelt so lange. Ich hätte jetzt gerne einen Speicherpunkt, wenn ich ehrlich bin. Ich traue dem ganzen Kram hier nicht. So, Rain, dann bitte einmal... So, genau. Ja, es tut mir leid, aber ich denke mal, jetzt ist auch meine Zeit um. Deshalb werde ich jetzt, weil ich schissig bin, das Weite suchen. Und eben zurück zu dem Speicherpunkt laufen. Das ist vielleicht ein bisschen umständlich. Aber das muss ich jetzt so machen. Weil ich nicht weiß, was passiert, wenn wir weitergehen. Weil diese Geschehnisse eben geben mir zu denken, sagen wir so. Ja, ich denke mal, dann war es das an dieser Stelle für diese kurze Aufnahme. Wir sehen uns dann ja schon in Kürze wieder, weil dies diesmal nur zwei Folgen sind vielleicht. Bis zum Ende dieser Aufnahme. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin.